Willkommen bei einem neuen spannenden Quiz. Diesmal geht es um dein Wissen bezüglich Muskeln und Muskelgruppen. Dieses Quiz funktioniert folgendermaßen. Ich gebe dir einige Aussagen zu Muskeln vor und du entscheidest für dich, ob sie richtig sind oder falsch. Am besten schaust du dir das Video ein- oder zweimal an und danach versuchst du mitzuraten. Wenn du nur den Ton hörst, dann blende ich die Antworten, ob richtig oder falsch, nur visuell ein. Und so kannst du dein Wissen sehr rasch überprüfen. Viel Freude beim Mitraten. Kommen wir zu den Fragen. Erste Frage. Die ischiochorale Gruppe streckt in der Hüfte und beugt im Kniegelenk. Nächste Frage. Alle Muskeln der ischiochoralen Gruppe setzen entweder am Epicondylus medialis oder Epicondylus lateralis des Femurs an. Nächste Aussage. Der Musculus biceps femoris setzt am Caput tibiae an. Nächste Frage. Die Muskeln der Semis-Gruppe rotieren das Knie nach innen. Also hier ist die Frage, rotieren die Semis das Knie nach innen? Nächste Frage. Der Ursprung der ischiochoralen Gruppe ist immer die Spina ischiadica. Noch eine Aussage. Der Musculus semitendinosus hat seinen Ansatz am Pes anserinus superficialis. Kommen wir zur Gluteusgruppe. Der Musculus gluteus maximus gliedert sich in einen oberflächlichen und einen tiefen Anteil. Nächste Aussage. Der oberflächliche proximale Anteil des Musculus gluteus maximus strahlt in den Tractus iliotibialis ein. Nächste Frage. Der tiefe, distal gelegene Anteil des Gluteus maximus findet seinen Ansatz an der Linea aspera. Und die nächste Aussage, Gluteus medius und minimus haben einen gemeinsamen Ursprung an der Facies glutealis ala ossis ilii, lateral der Ursprungsfläche des Gluteus maximus. Und der Gluteus medius entspringt weiter kranial und der Musculus gluteus minimus caudal davon. Nächste Aussage zur Gluteusgruppe. Der Gluteus maximus macht eine Flexion in der Hüfte, eine Außenrotation und Adduktion über den Tractus iliotibialis. Kommen wir zur nächsten Fragegruppe, zu den Adduktoren. Der Musculus gracilis beugt zusätzlich im Kniegelenk. Nächste Frage. Der Musculus adductor magnus entspringt am Ramus inferioris ossis pubis und am Ramus ossis ischiae. Nächste Aussage. Der Musculus gracilis setzt medial proximal an der Fibula an. Nächste Frage. Der Musculus pectineus entspringt am Pecten ossis pubis. Nächste Aussage. Der Musculus gracilis entspringt an der Linea pectinea. Nächste Frage. Alle Adduktoren mit dem Wort Adductor im Namen setzen am Labium mediale der Linie aspera an. Der Musculus adductor magnus zusätzlich am Tuberculum adductorium. Kommen wir zum Unterschenkel und den Muskeln der Extensorenloge. Welche Aussagen treffen zu? Das Compartimentum cruris anterius enthält den Musculus tibialis posterior, den Musculus extensor digitorum brevis und den Musculus extensor hallucis longus. Nächste Aussage. Der Musculus extensor hallucis longus macht eine Dorsalextension im oberen Sprunggelenk und eine Extension der Großzehe. Nächste Frage. Die Muskeln der Extensorenloge machen alle eine Dorsalextension im oberen Sprunggelenk. Nächste Frage. Der Musculus tibialis anterior setzt an der Basis os metatarsale 1 plantar und am os cuneiforme mediale ebenfalls plantar an. Und die letzte Frage für dieses Video. Die Extensorenloge liegt dorsal am Unterschenkel. Richtig oder falsch? Ich hoffe, ich konnte euch auch wieder mit diesem Quiz beim Lernen weiterhelfen und ich wünsche euch wie immer gutes Gelingen für all eure Prüfungen.